Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Im letzten Part haben wir in dem Haus von Nairo, was sich da oben befindet, die Harfe der Zeiten bekommen. Nun können wir bei solchen Plattformen hier zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechseln. So, wir wollten zum zweiten Dungeon. Aber in der Gegenwart ist die Höhle eingestürzt. Was müssen wir nun tun? Das seht ihr, wie man zum zweiten Dungeon kommt. Oder was es im Shop gibt. Ein Schild brauchen wir. Ein Schild haben wir, haben ein Schild. Den brauchen wir unbedingt im zweiten Dungeon. Im ersten brauchen wir ihn noch nicht, aber im zweiten auf jeden Fall. Habe ich Ringe bei mir, die geschätzt werden müssen? Nein. Aber einen Gasha-Kern habe ich. Irgendwo hatte ich doch schon einen Gasha-Kern gepflanzt gehabt. Ach, das war in der Vergangenheit. Gut. So, dann wechseln wir mal hier bei Makubaum die Zeiten. Genau. Und das Portal öffnet sich. Ab in die Vergangenheit. So. Gut. Ab in die Stadt mit uns. Hier könnten wir wieder in die Zukunft. Machen wir aber nicht. Brauchen wir noch nicht. So. Wir haben ein Irrlicht. War das hier? Ja, der Postbote. Das ist schlimm. Ich will pünktlich die Post zustellen. Doch dazu fehlt mir die exakte Uhrzeit. Zeigst du die Irrlichtuhr? Jupp. Tick-Tack, ein Zeitmesser. Darf ich diese Uhr behalten? Sag nichts, ganz bestimmt darf ich das. Das wäre eine riesige Hilfe. Hier ist deine Belohnung. Nun muss ich aber zur Arbeit. Ich bin spät dran. Wie in jedem Fall. Du erhältst ein Briefset. Wem wirst du nun schreiben? Tja. Und man kann sich denken, wem man das geben muss. Denn da war ja irgendwo der Freund. Nee. Ach, nur im Dunkeln finde ich Trost. Wie gerne würde ich meine Sorgen durch Lachen vertreiben. Doch es wird wohl ein Wunsch bleiben. Durch Lachen, ja? Ja, da wird sich irgendwann später vielleicht was machen lassen. So, Gashanos, was steckt drin? Ein Ring. So, und wie auch in Oracle of Seasons kann man hier im Makubaum, nicht im Makubaum, durch eine Gashanus ein Herz da bekommen, was aber wieder Zufall ist. Und bei Martha auch wieder. Das sind schon mal zwei Herzteile immer. Papier, hast du Papier? Gibst du ihm das Briefset? Jo. Ja. Bitte sehr. Du hast das Briefset gegen einen Duftbeutel getauscht. Er stinkt. So, mehr Tauschgeschäfte können wir zurzeit nicht durchführen. Ja, Oracle of Agent of Ages. Yep. Okay. Ja, ich will jetzt nicht sagen besser, aber noch ein Stück Case. Ich weiß zwar nicht, wo Herzteile dafür sind, aber wie man im Verlauf weiterkommt, das weiß ich dafür umso besser. So. Was haben wir denn hier drin? Wie viele Herzteile haben wir überhaupt? Drei. So. Die Fledermäuse sind nervig wie eh und je. Sag ich ja. So. Ah, da haben wir das vierte Herzteil. Kommen wir aber so nicht hin. Kommen wir so nicht hin. Oh. Tja, wenn wir hier nicht langkommen. Aber da hinten ist ja auch eine Treppe, also
müssen wir bald dahin kommen. Kann ja nicht mehr lange dauern, ne? Ah. Link, du lässt dich auch von allem treffen. Echt. Oder ist ein... Da ist ein Lollipop. Aua! Lollipop hat ein Herz abgezogen. Oh, da ist eine Bananenschale. Bananenschale greift Link an. Na, super. So, hier ist nichts. Ja, was sagst du? Ambis, Bomben haben ungeheure Durchschlagskraft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bomben sowieso. Also, wer die Bombe nicht hat, ist der Zünder nicht wert. Also. Ah. Ist hier nicht der Dungeon? Oh, aber der Eingang ist zu. Ich sehe immer zu die Hülle an und frage mich, ob ein Schatz darin sein mag. Aber dieser Fels hier ist im Weg, wenn ich ihn doch bloß einfach sprengen könnte. Tja, können wir leider nicht. Wir haben noch keine Bomben. Was machen wir denn da? Ich werde das finden, was Königin Ambi verlangt. Dann muss ich nicht an Ambis Turm arbeiten. Sie verlangt doch das? Tief in den Wäldern gibt es einen Baum, der ganz besondere Kerne trägt. Aha. So, hier sind wir wieder hier. Ein Baum, der ganz besondere Kerne trägt, ja? Tief im Wald gibt es magische Kerne und die Eulenstatue. Wenn man die Kerne auf die Statue legt, bewegt sie sich. Als ich es zum ersten Mal sah, habe ich mich noch erschreckt. Doch jetzt finde ich es spaßig, aber ich darf nicht alleine in den Wäldern. Sag den Erwachsenen nichts davon. Aber natürlich sage ich den Erwachsenen was davon. Was will die Königin? Puzzlekerne, Rätselkerne. Ich verstehe das alles nicht. Tja. Ah, hier ist wieder ein Eingang. Mit einer Truhe. Interessant, interessant. So, Herz nehme ich mal mit. Brauche ich zwar gerade nicht, aber egal. Na. Geht doch mal sterben. Sterbt mal für mich. So, grüner Schleim. Und ein Gashakern. So. Das war wohl auch nicht der richtige Eingang. Aber da muss ja irgendwo noch einer sein. So. Was war hier? Achso. Bist du auch auf der Suche nach dem, wonach Ambi verlangt? Du solltest nicht weitergehen. Es gibt dort Horden schrecklicher Kreaturen. Du bist ein Ritter. Du bist sogar ein armer Ritter. Du traust dich nicht mal. Erbärmlich. Einfach erbärmlich. So, ah ja, jetzt können wir hier lang. Ah, ein einzelner Baum. Das schreit auch glatt nach Blutkern. Ah. Jetzt scheint mal richtig zu sein. Und da ist das Herzteil. Sammle 4 davon, um einen weiteren Herzcontainer zu halten. Und im Menü siehst du dir wieder das 4. Herzteil. Es entsteht ein Herzcontainer. Sehr schön. So. Gut, den können wir wegmachen. Bei den anderen beiden war nämlich nichts. Ja, du verkaufst ein Schild, ich weiß. Für 30 Rubine war das. Ja, das weiß ich sogar noch auswendig. Und ironischerweise sind die Moblins jetzt dort drüben. Also können sie uns hier keinen Schaden zufügen. Die Schleimis aber schon. So, und 30 Rubine. Feine Sache das. So. So, da unten ist jetzt was und hier ist was. Was ist hier? Ein Durchgang. Ja, er verkauft das Schild für nur 10 Rubine. So, Preisfrage, was ist jetzt da unten? Auch eine Treppe. Ja, wo führt die nochmal hin?
Ah, wir schauen am besten mal nach. So. So. Was ist hier? Achso, ha. Feldbusch, alles klar. Und dort drüben wären wir in eine Sackgasse gekommen. Und hier gibt es neue Kerne. Die kennen wir auch aus Oracle of Seasons. Es sind nämlich die Arcanum-Kerne. Ihre Wirkung ist geheimnisvoll. Teste sie an vielen Dingen. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Dann machen wir das doch mal. Zack. Vergiss nicht, mir Arcanum-Kerne zu geben. Ups, vergessen da sowas. So. Nun müssen wir wieder zurück, aber nicht den kompletten Weg, das ist gut. Ah. Ich lasse mich noch zu oft treffen. Das muss sich ändern, das geht so nicht. Aber wir haben ja gerade wieder ein Herz erhalten. Das Geräusch hat auch aufgehört. Hm, da passt es schon wieder. Oh, da ist ja ein roter Soldat. Oh je. Ah, die Arcanum-Kerne, die Königin Ambi verlangt hat. Sehr gut, Kleiner. Ich eskortiere dich zum Palast. Ah, gut, Knirps. Du hast sie gefunden. Folge mir, um Königin Ambi zu treffen. Aber gerne doch. Oh, schöner Garten. Ja, gefällt mir. Sieht sehr gut aus. Königin Ambi. Er sagt, er wünsche seine Hochachtung auszudrücken. Er bringt die Arcanum-Kerne, die eure Majestät gesucht haben. Lass mich sehen, was er mitgebracht hat. Ja, und ich glaube, das sind alle Arcanum-Kerne, die wir bei uns tragen. Arcanum-Kerne. Nairo benötigt Arcanum-Kerne mehr als alles andere. Sie wird höchst erfreut sein. Wie lautet dein Name, Knabe? Link. Ich belohne dich, Link. Bringt sie her. Link, dies ist deine Belohnung. Nimm sie und sei dankbar dafür. Du erhältst 10 Bomben. Mein Palast ist sehr weitläufig. Du wirst den Weg hinaus sicher nicht allein finden. Ich werde ihn hinausgeleiten. Gehen wir, Kleiner. Wird der Knabe zurückfinden? Jawohl, Euer Majestät. Link, ha, gut gemacht. Erst hast du mich durch die Barriere geschleust und nun bringst du mir Arcanum-Kerne. Naiver Knirps, es ist dermaßen einfach, die Freundlichkeit mancher Leute auszunutzen. Schon habe ich ein potenzielles Problem weniger, das mir in der Quere kommen könnte. Meine Güte, diese Arcanum-Kerne sind ja nicht auszuhalten. Ihr Geruch und ihr Aussehen, pfui. Nun denn. Königin Ambi. Nun, dank meiner Kräfte unterliegt dir die Kontrolle des Zeitflusses. Für dich werde ich einen endlosen Tag erschaffen, damit das Volk nie zur Ruhe kommt und sich der Turmbau fortsetzt. Und wenn der Turm an den Himmel stößt, wirst du als die größte Königin, die je gelebt hat, in die Geschichte eingehen. Oh, ich werde bekannt sein als große Königin. Nairo, Orakel der Zeiten, erschaffe für mich einen endlosen Tag, sodass die Menschen ohne Rast arbeiten. Alt wie jung soll bis an mein Ende arbeiten. Wir kommen dem Zeitalter des Schattens näher. Doch noch ist es zu früh. Der wahre Schatten fällt erst, wenn der schwarze Turm den Himmel erreicht hat und ich die oberste Kammer betrete. Dann wird es soweit sein. Gute Arbeit, kleiner Ambi, ist höchst erfreut. Du darfst nun gehen. Tja, wir kommen auch nicht mehr rein, also von daher.
So, aber ja, alle Kerne, die wir bei uns hatten, alle Karonkerne. So, Bomben. Ich brauche Herzen. Herzen wäre nicht schlecht. Okay. Ein 100er war auch gut. Ja, ist schon wieder fast fertig. Aber fast ist nicht ganz. So. Nun denn. Ja, Martha gibt es hier auch. In der Vergangenheit. In der Hoffnung, dass sie das Herzteil nicht mit sich hat. Und nun wieder das kleine Wettspiel. Oh, du mieser Kleiner, das merke ich mir. Tja, wir haben hier 200 Rubine, volle Herzen, alles super. So. Und nun müssen wir dorthin, wo der Typ steht, der die Bomben haben wollte. Hier steht jetzt keiner mehr. Sucht doch keiner mehr. Oh. Der Typ steht auch nicht mehr da. Nun denn. So. Level 2. Flügelhöhle. So. Links und rechts ist nichts. Gut, schlagen kann ich auch noch nicht. Arkanumkerne, sehr gut. Noch mehr Arkanumkerne. Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stachel-Eagles. Ja, das, was ich euch gesagt habe, wir brauchen jetzt nämlich das Schild. Sonst würden wir hier nicht weiterkommen. Da brauchen wir einen Schlüssel, den wir noch nicht haben, also müssen wir nach links. Ah, Rätselspaß für Anfänger. So, wie war das? So, so. So, so, so. So, so. So, 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 so. Nicht. Gut, dann noch eins weiter. Nee, auch noch nicht. Auch noch nicht. Aber jetzt, oder? Ja, genau. Aber irgendwie kriegt man es schon raus. Ich mache es immer auf eine komische Art und Weise. Aber das macht ja nichts. Eine komische Art ist auch eine Art. Und hier ist eine Kiste, wo die, lass mich lügen, Karte drin ist. Ja, genau. Haha, bin ich gut. So. So, Lore können wir hier auch wieder fahren. Oder auch nicht fahren. Und hier bekommen wir auch wieder ein schönes Item. Bumerang haben wir da nicht. So, hier alle Monster, glaube ich, besiegen. Dann bekommen wir den kleinen Schlüssel und können so in die andere Tür rein. Tja. Autsch. Ich will einen Bumerang, ich will eine Fee. Ich will Eis am Stiel, so. Ich will einen Keks. Nicht mal das kriege ich. Leute, Leute. Warum springst du jetzt runter? Bist sprungfreudig oder was? Ja, das Problem ist dann nur, dass wir das Rätsel nochmal eingeben müssen. Was ich ja total blöd finde. So, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Na. Ja. Stell dich doch einfach mal.
Oh, der Gegner ist hinter mir. Ich drehe mich nicht um. Nein, ich bück mich lieber vor Angst. Mensch, Link. Soll ich dich wieder bei deinem Vornamen nennen? Vince. Ja, du heißt mit Vornamen Vince und mit Nachnamen Link. Vince Link. Muha! Das wissen nur die meisten nicht. Doch ich weiß es ganz genau. So, den Schlüssel haben wir ja noch. Und jetzt können wir die Tür. Na. Gut, da ist wieder was zum Bomben. Mit dem Bomben. So, erst daran. So. Gut. Autsch. Ah, schon wieder. So. Und nach oben. Hier gibt es wieder bestimmten Schlüssel und eine Fee zu holen. Sehr gut. Ein kleiner Schlüssel. So, jetzt müssen wir den Weg auch noch zurück. Und ich werde mal angerufen. Kleinen Moment, Freunde. So. Der Suppenkasper ist erstmal gewarnt. Abgemahnt, was auch immer. Und jetzt können wir im Spiel weitermachen. Da der Suppenkasper nicht mehr stören wird. Und wir aber gleich mal ein Herz bekommen haben, was wir nicht brauchen. Na okay, heute haben wir ja wenigstens bekommen eine Fee, wo wir Herzen brauchten. Aber naja, was soll's. So, hier ist eine Kiste mit Kompass. Sehr gut. Jetzt haben wir einen Schlüssel, Karte und Kompass. Fehlt nur noch der große Schlüssel oder der Masterschlüssel, wie er auch manchmal heißt. Gut, jetzt kommen wir hier lang. Und ja, fahren wir Lore. Yay! Jetzt fahren wir mit der Bahn, jetzt fahren wir mit der Bahn. Ach, wenn sie dort nicht so teuer wäre. Na gut. Bahn macht mobil. Na, herrlich. Ach, ja. Ein Unbeflügelter fordert mich nicht unbestraft heraus. Aufladen, 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 aufladen. Leben bleiben und zack. Tja, und das Problem ist, wenn wir da runterfallen, können wir den Kampf nochmal machen. So. Aber wir haben ja einen Stärkering drin. Und ab einem bestimmten Punkt macht er auch was anderes. Ach, wir haben ihn. Ach, wir haben ihn doch schon, ey. Oh, wir haben ihn doch schon. Tja, einmal einen Anruf bekommen und schon gehen wir ab wie Schmitz Katze. Na, herrlich. So, zack, zack. Ja. Gehen wir nach unten. Kommen wir nicht rüber. Au. So, später können wir auch abkürzen, denn das Item, was wir bekommen werden, ist ein sehr schönes Item, was es auch bei dem anderen Teil gab. Bei Oracle of Seasons. Und es ist ein sehr schönes Item, was ich finde. Was Link in manchen Zelda-Spielen gar nicht braucht, aber egal. Und da ist es auch schon. Du hältst die Greifenfeder. Mit ihr fühlst du dich federleicht. Was für ein Wortwitz. Na gut. So. Gut. So drauf oder was? Drüber. So, ja. Hab, hab, hab. Und ich würde sagen, hier ist eine schöne Stelle. Und wir machen für diesen Part Schluss.
und sehen uns beim nächsten wieder, Freunde. Bis dann und ciao.